Im Trainingsgewimmel ist der Neue nicht gleich zu entdecken. Dabei ist er der bekannteste, ja der prominenteste Neuzugang bei den Blau-Weiß-Gelben. Seine Profikarriere hat Diego Contento zwar offiziell beendet, aber beim FC Aschheim erfüllt er sich einen lang gehegten Fußballertraum. Nach meiner letzten Station in Sandhausen habe ich ja 6 Monate bei Bayern 2 noch trainiert, mich fit gehalten und es hat halt leider nicht geklappt dort. Und deswegen habe ich gesagt, okay, ich trainiere jetzt bei Aschheim mit meinen 3 Brüdern. Beste Bedingungen und das alles und habe da jetzt ein Jahr mittrainiert und mir ist alles angeschaut und dachte mir, okay, bevor ich jeden Tag ins Fitness gehen muss, bleibe ich fit beim Fußball und ohne Fußball geht bei mir nicht. Statt Bundesliga und internationalen Wettbewerben spielt der 33-jährige Diego jetzt in der Bezirksliga Oberbayern Nord mit Domenico und Alessandro. Trainer beim Siebtligist ist der älteste der Contento Brothers, Vincenzo. Es wird richtig, richtig eine spannende Sache. Vor allem ja zwischen mir und den Jüngsten sind ja 17 Jahre Unterschied. Und ja, mal gucken, wie das sich da kristallisiert, das Ganze. Aber ich bin zuversichtlich und ich freue mich schon drauf. Ohne Starallüren oder Promi-Bonus ist Diego Contento nun ein Mitglied des FC Aschheim, ganz ohne Stammplatzgarantie. Ich habe immer hohe Ziele. Also wie gesagt, ja, es ist wichtig, dass wir erstmal eine Mannschaft haben und das als familiär. Und klar, mein Ziel ist es, oben mitzuspielen und aufzustehen. Am 28. Juli beginnt in der Bezirksliga Oberbayern Nord die neue Saison des FC Aschheim. Eine Umbenennung in FC Contento ist nicht geplant.